Iris Bleek, Jahrgang 1944, als Flüchtlingskind 1946 auf Rügen gelandet. In Binz hing ich noch, als ich schon gekündigt hatte, als es sich noch nicht bis zum Betrieb rumgesprungen hatte, hing mein Foto noch auf der Straße der Besten. Ich habe dieses Foto noch. Das war schon makaber, dran vorbeizugehen, mit dem Ausreiseantrag in der Tasche. Ich bin schweren Herzens von Rügen gegangen. Es hatte primär wirklich private Gründe zu gehen. Ich hatte nie diese extreme Sehnsucht, viel anderes sehen zu wollen. Aber ich hatte doch so eine bunte Sehnsucht in mir nach anderen Welten, nach spirituellen Welten, nach anderen Kulturen. Ich denke, es hatte nicht so viel mit politischer Ambition zu tun. Es hatte viel mehr mit Neugier und Wissen wollen und Lernen wollen zu tun, wegzugehen. Ich habe jahrelang diese Möglichkeit zur Bildung überhaupt nicht ernst genommen. Das habe ich eigentlich erst, als ich nach Westdeutschland umgesiedelt bin. Da habe ich mich kulturell, das war wie so ein Fächer, der plötzlich aufging. Du hattest Zugang zu Literatur, die du nie, nicht mal unter dem Ladentisch hier bekommen hast. Und du konntest reisen. Diese Möglichkeiten der bunten Welt, die zu erforschen und zu erleben, zu riechen, an ihr zu schmecken, das hat mich natürlich auch geprägt.